So Traggelenk. Oh. Das ist ja echt, hört sich echt gefährlich an. Das ist Was? gefährlich. Der wurde einmal mal komplett bearbeitet. Wurde ja hier kommt. Wir haben auf jeden Fall Wasserverlust, da müssen wir mal schauen, was Sache ist. Guck mal, wie der runter geht. Ja, der verliert ja. Guck. Jetzt grad. Wir haben da einen Riss. Zeig mal. Warte mal. Ach du Scheiße. Darum verliert ihr Öl. Achte mal. Gibt's. Willkommen bei Kfz-Putzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um mein ML. Wir haben den Wagen noch nicht von unten angeschaut. Hand aufs Herz. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Auf jeden Fall stimmt mit der Vorderachse auf jeden Fall irgendwas nicht. Ich merke natürlich beim Rillen, dass der nach links und rechts schiebt, der Wagen. Irgendwas ist da ausgeschlagen. Querlenker, Spurstand, irgendwas auf jeden Fall ausgeschlagen. Definitiv. Und hardcore-mäßig. Bin ich mir auch sicher. Wir müssen ja bald mit denen im Urlaub. Und deswegen müssen wir ja schauen, ob da alles in Ordnung ist oder nicht. Ne? Wenn wir den jetzt hochheben, und mal schauen, wie der von unten aussieht. Verschleißteile kaputt, Rost, Wasserverlust, Ölverlust. Das könnte echt Fass ohne Boden sein. Aber werden wir sehen. Wir heben den jetzt hoch und dann schauen wir nach. Ja, das ist so. Der hat hier extra. Hier. Das ist schon richtig. Nur ich habe gemerkt, sobald ich links gefahren habe, ich sag mal Rillen oder so, dann habe ich gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Und sehe da, ach mal, Alter. Boah. Das Ding ist. Ey, das ist ja echt, hört sich echt gefährlich an. Das ist gefährlich. Was ist denn da jetzt locker? Also jetzt nach Gefühl würde ich erstmal sagen, Spurstand, Kopf, aber wir werden das nochmal sehen. Hier, oh, hier ist ganz leicht. Aber ist nicht so schlimm wie drüben. Nö. Radlager und so brauche ich nicht kontrollieren. Hat man auch Spurstand, Kopf, da. Hier sieht ihr das sehr schön. Und hier haben wir Querlenker. Also Traggelenk ist hinüber. Also Traggelenk. Oh, der ist auch hinüber hier. Achtet mal. Oh mein Gott. Da sitzt auch eine fette Spinne da drin irgendwo, oder? Ja, bestimmt, denn dann. Okay. Ja. Servoöl verliert der, aber ich sehe das schon hier. Was ist das denn hier? Hier hältst du mal bitte Licht. Warum? Achte mal hier. Okay. Wird anscheinend nicht da verlieren, wird irgendwo eine Leitung sein, ist wahrscheinlich. Also zwei Spurstandköpfe. Spurstandköpfe können wir nicht gängig machen. Das ist unmöglich. Der kriegen wir nicht raus. Also kommt der komplette Spurstange. Aber Querlenker geht. Zwei Traggelenke müssen wir auf jeden Fall erneuern. Was? Das ist normal. Das ist normal. Das ist normal. Hier Gummis könnte ich auch erneuern. Okay. Jetzt will ich natürlich mal wissen, wie sieht es mit Rost aus? Der Auspuff wurde, ich glaube, der Auspuff wurde ein bisschen bearbeitet, wo ich gerade so sehe. Oh ja, oh ja. Oh ja, jetzt weiß ich auch, warum wir so einen geilen Sound haben. Der wurde einmal mal komplett bearbeitet. Wurde ja hier komplett aufgemacht und zugeschweißt. Und zugeschweißt. Aber haben wir da was rausgeholt oder wie? Ja, Anhängerkupplung hat der auch. Aber braucht keiner. Ich brauche es nicht. Stoßdämpfer sind trocken. Ey, erstaunlicherweise kein Rost. Erstaunlich hier. Da waren natürlich Experten dran, die den Wagen hochgehoben haben. Hat er nicht. Also hier kein Rost. Das ist alles stabil. Aber ich sehe gerade, das ist Plastik. Aber kein Rost. Oh, da ist die Bremsleitung. Seht ihr das? Diese Bremsleitung, die ist nicht gut. Oh. Die müssen wir auf jeden Fall schnell bearbeiten, sonst rüsten wir uns durch. Träger, kein Rost. Ne? Hier ist ein bisschen Rost vielleicht. Der oberflächlich auch kein Rost. Kein Rost, Karamell. Auch nicht ausgeschlagen. Richtig nice. Hier die Manschette ist durch, aber da wollte der alle Manschetten mit Kabelbinder. Oh, super Typ hier.
Also, halten wir fest. Wir brauchen 2 Traggelenke, 2 Spurstangen, 2 Stabis, 1 Querlenker, Scheibenklötze vorne, hinten, ist klar. Sonst muss ich sagen, Rost 0. Von der Servopuppe Ölverlust haben wir. Auspuff, paar Stellen schweißen. Ja, da waren Experten dran. Ja, genau. Die haben da irgendwas gemacht. Der war so irgendwie geschweißt. Alter, ich habe echt erwartet, das Ding ist unten durch. Ich habe auch mehr Rost erwartet, ganz ehrlich. Ich dachte echt, die ganzen Gelenke sind kaputt. Und du weißt ja, was die alle kosten. Nein, natürlich dieses Quietschen, dieses Jit, das kommt von hier. Das ist natürlich, das ist Mercedes-Krankheit, weil die gehen immer gerne kaputt und dann gibt es immer Geräusche. Wir haben auf jeden Fall Wasserverlust, da müssen wir mal schauen, was Sache ist. Ich werde jetzt erstmal Druck drauf geben. Oh, Kfz-Fuzzi. Und mal schauen, wo er Wasser findet, weil wir werden ja hier hochheben. Simulieren einfach, wenn das Auto ganz warm wird, dann hat er ja einen gewissen Druck drauf, auf den Leitungen. Mal, guck mal, wie der runter geht. Oh mein Gott, wie der runter geht. Guck mal unten, geh mal runter. Mhm. Aber das Problem ist da. Siehst du das? Ja. Ja, der verliert ja. Guck. Jetzt gerade runtergetropft, habe ich gesehen. Ja, ja. Wasserpumpe. Kann die Wasserpumpe sein? Ja, hier, guck mal, Wasserpumpe. Da sehe ich Tropfspuren. Weil der kommt genau da drunter. Hier siehst du das nochmal. Mhm. Und das kann eigentlich nur die Wasserpumpe sein. Kommt also, immer mehr ans Tageslicht hier. Und jetzt werden wir den von unten anschauen, wo der Wasser verliert. Das ist die Wasserpumpe, siehst du? Der kommt hier. Das Tropf von oben hier, siehst du hier das runter, schön? Komplett fließt da runter. Ja. Aber und von da das, haben was haben wir da? Guck mal, das kommt auch von da oben irgendwo runter. Da oben, da sehe ich das gerade, hier. Guck mal da. Hä? Wo kommt die denn her? Also 2 Stellen hat der. Einmal vorne, Wasserpumpe. Und einmal hier irgendwo. Aber da sieht man nichts, da muss man wieder runter. Hier irgendwo verliert der auf jeden Fall unheimlich viel Wasser. Jetzt schauen wir mal genau wo. Ich hatte es ja davor schon gesagt gehabt, von der Gasanlage für den Verdampfer brauchst du einmal Wasserleitung, Vor- und Rücklauf brauchst du, damit der Verdampfer warm wird und so die Gasanlage funktioniert. Ne? Und da hatte ich ja auch schon gesagt, weil das ist eine Krankheit natürlich, weil wir immer ein T-Stück einbauen müssen. Mhm. Müsst ihr vorstellen, Wasserleitung, original, abschneiden, T-Stück rein, Festmachen. Und da werden die immer undicht. Diese schnallen dann wahrscheinlich. Und die sind hier genau hier drunter verbaut. Meinst du, da ist das irgendwo? Ja, hier drunter sind die verbaut. Und da ist der auf jeden Fall irgendwo undicht. Hier drunter müsste die Wasserleitung irgendwo sein. Aber ich sehe gerade, ich komme gar nicht mal weiter. Ah, nee, das Ding hier stört. Dann schauen wir uns das mal genauer an, wo ja Wasser für hier. Geile Optik. Das? Da sind die T-Stücke. Da sind die T-Stücke und da ist er undicht. Da sehe ich doch schon. Guck, siehst du das? Da? Ja. Da ist er undicht. Genau an den Stellen, wo du. Genau, wo ich gesagt habe. Das habe ich ganz am Anfang gesagt. Mhm. Wasserverlust wird von der Gasanlage sein. Hier haben wir natürlich nochmal ein Problem. Wir haben 2 Stellen undicht. Einmal Wasserpumpe und einmal hinten. Aber du hast ja die Lache gesehen. Hinten ist es extremer. Habe ich mir schon gedacht, weil bei einer Gasanlage natürlich die ersten Stellen, was natürlich da undicht wird. Ne? Das ist aber auch so. Meistens richtig. So Leitungen. Ne? Und so, ja, ne? Wo Schellen halt dran sind. Das wurde auch hier voll. Ach du Heilige. Was ist? Achte mal. Oh, ein Riss. Wir haben da einen Riss. Zeig mal. Wir haben hier einen Riss. Da, ja, genau. Ah ja. Wie kriegt man. Ist das original? Das ist doch nicht original, ne? Das darf ja gar nicht sein, oder? Nee, never. Never. Wie ist das denn passiert? Das sieht ja aus, als wenn da irgendwas so abgeschlagen wurde. So. Ja, guck mal. Anna, der ist ja undicht. Ach du Scheiße. Darum verliert der Öl. Achte mal. Gibt's doch nicht, da passt das ja richtig. Weißt du, rein. Weißt du warum? Weißt du, warum das kommt? Hm. Hier auch, hier, guck mal. Weil, guck mal hier. Ach du Heilige, das ist jetzt gerade. Da passt ein Draht rein.
Unglaublich, unglaublich. Unglaublich. Ein Loch. Ja, weißt du warum? Wegen diesen scheiß Schellen. Weil die da dran kommen, ne? Natürlich, die Schelle, die war immer hier drauf und die hat dann hier gerieben. Krass. Ne? Das ist natürlich ich vollbehindert eingebaut. Also das ist das Erste, was ich machen muss. Und dann das Wasserverlust hinten. Muss das jetzt komplett neu, das Teil? Nein, das will ich jetzt erstmal provisorisch kleben. Sauber machen. Ich werde das erstmal kleben, sodass es erstmal kein Öl rauskommt. Krass. Weil hier, deswegen hat er die ganze Zeit Öl verloren. Ja klar, da ist es rausgesprudelt sozusagen. Ach du Heilige, ey. Was ist, wenn da noch mehr solche Stellen sind? Ja, darum gucke ich ja gerade. Ne, ist aber zum Glück noch nicht. Aber das hier sieht aber man dat, eindeutig hier ein Loch. Das ist krank. Also ganz ehrlich, die Gasanlage, die wurde nicht gut verbaut. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht gut verbaut. Ne, da habe ich ja nochmal weggesehen. Alles gut, okay. Ne? Muss auch nicht sein. Man könnte mal ein bisschen verkürzen das Ganze und hier einmal stabilisieren, dass man das einfach nicht so bewegen muss. Ne? Aber das ist jetzt gerade, da bin ich jetzt echt schockiert. Weil das ist wegen diesen Schellen. Darum darf man auch diese Schellen eigentlich nicht drauf machen. Das heißt, normalerweise, wenn du einen TÜV hast, ne, bemängelt TÜV diese Schellen. Würde er sagen hier, natürlich, das geht so nicht. Ne? Das geht so nicht. Wir werden das auf jeden Fall ändern. Vielleicht werde ich auch mit der Gasanlage einmal nach GM Nagel fahren. Von hier schöne Grüße. Kann man zusammen nochmal gucken oder so. Zusammen gucken, aber das geht nicht. Aber jetzt muss ich erstmal das Loch hier zumachen. Was jetzt nur in Ventilgelichtung normalerweise. Boah, das ist ja schon ordentlich oder billig bei dem. Ja, oder ein, der das schweißen kann. Hashtag Alulöffel. Zwei Komponentenkleber, das heißt, wenn wir das beides mischen. Und das wird erstmal draufgeklebt. Eine Zahnfüllung. So ähnlich. Einmal vermischen. So, haben wir schön sauber gemacht, das Ganze. Und jetzt machen wir den erstmal mal dicht. So, dass wir später, wird das steinhart und dann können wir das abschleifen und dann lassen wir das erstmal so. Das darf auch nicht so sein. So richtig befestigt haben die das wohl nicht, ne? Ja. Guck mal da. Das ist lebensgefährlich. Die darf eigentlich nicht so verbaut sein. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt so zum TÜV gehen würde, guck mal, hier fehlt eine fette Schraube. Hier fehlt eine Schraube. Aber das Schlimmste ist, der ist gar nicht hier befestigt. Warum ist der nicht hier mit befestigt? Das verstehe ich gerade nicht. Ne? Da wackelt alles, da ist Gasleitung. Wenn der einmal undicht wird, die Gasanlage merkt das nicht. Fitscht alles raus, irgendwo ein Funke und das Ding fliegt um die Ohren. Hör auf, ey. Das ist natürlich lang, aber schlimmer erwartet. Es geht noch. Es ist ein Rahmen. Bremsen vorne, hinten würden uns schon arm machen. Aber ich werde jetzt auch keine Originalware kaufen. Das ist ja klar, ne? Ich möchte das so günstig wie möglich haben. Weil da kommt ja noch die Farbe oder die Folie. Dann kommen die ganzen Verschleißteile. Dann müssen wir noch TÜV machen. Wird es natürlich nicht billig. Ich gucke, was ich an Ersatzteilen günstig bekomme. Erstmal die Teile besorgen und dann mal schauen, was ich dafür bezahlt habe. Und ich werde alles sagen. Die ganzen Einkaufspreise, im Endeffekt, was wir dafür bezahlt haben. Wasserverlust mache ich schnell fertig, Ventildeckenlichtung habe ich ja schon gemacht. Dann mache ich die Leitung nochmal so, dass ich erstmal fahren kann, ohne Probleme. Rost, ich dachte, oh mein Gott, ich muss jetzt tagelang schweißen. Nein, muss ich nicht und das ist das Geile. Seid gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Fuzzi, bis dann, haut rein, ciao.